Hallo meine geflügelten Freunde und ein herzliches Zeitag! Willkommen zurück zu unserem heutigen Video. Und zwar, wie ihr sehen könnt, werden wir kein Spiel spielen. Wir werden heute eine Rankingliste erstellen mit deutschen Süßigkeiten und Snacks. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch schon diese Liste, diese Tiermaker.com-Seite von anderen YouTubern. Die scheint ja jetzt momentan auch beliebt zu sein. Und habe ich mir gedacht, ach komm, gucken wir uns das mal an. Und genau, da wollte ich einfach mal mein eigenes Ranking machen mit euch zusammen. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier schon ganz viel Süßigkeiten zur Auswahl. Die müssen wir gleich hier in diese Liste einordnen. Also von S zu D. S ist das Beste. Und D sozusagen das Schlechteste, was wir so gar nicht mögen. Oder nur ganz wenig mögen. Und ich würde sagen, wir machen einfach von vorn nach hinten dann und ordnen das dann ein. Ich sehe jetzt schon so einige Sachen, wo ich sage, oh, das möchte ich am liebsten gar nicht in die Liste eintun. Aber egal, es muss mit rein. Fangen wir mal an mit Pinguin. Also ehrlich, Leute, wer von euch mag die Süßigkeiten von der Kinderreihe nicht? Also es muss mindestens ein A sein, denke ich mal. Aber Kinderpinguin ist schon echt lecker. Und muss ich sagen, da sündige ich auch gerne mal. Das kommt bei mir auf ein S. Dann haben wir hier Raffaello. Ihr müsst wissen, ich kann Kokos und alles, was Kokos und sowas beinhaltet, überhaupt nicht leiden. Das sollte eigentlich bei mir gar nicht auf die Liste. Aber wir müssen alles einsortieren, also kommt das hier auf ein D. So, dann haben wir Snyder's Brezel. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie gegessen. Und somit kann ich die eigentlich gar nicht richtig einordnen. Allerdings steht hier was mit Honig, Senf und Zwiebeln drauf. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Kombi ist. Wir machen es mal auf ein C. Weil Honig und Zwiebeln ist lecker. Aber diese Senfmischung dazu, Gut, was haben wir hier? Jetzt haben wir diese Schnuller. Die kennt bestimmt jeder, diese Lollis aus dem Kino. Jedenfalls hatte ich die früher immer im Kino an der Popcorn-Kasse da stehen gehabt. Und man hat schon als Kind die Eltern oder Großeltern angebettelt, einen zu bekommen, oder? Habt ihr bestimmt auch, oder? ja. Aber heute... Ja doch, ich würde sie noch essen. Ich würde sie auf den C geben. Center Shocks. Sind lecker, aber ich bin sowas von unempfindlich, was saure Süßigkeiten angeht. Somit packe ich sie nur auf ein B. Die sind mir einfach nicht sauer genug. Ich habe schon so einiges ausprobiert. Ja. Die Milchschnitte. Oh. Okay, das ist schwierig. Ich mag die Creme in der Milchschnitte, aber ich mag dieses Brotkrümelteig da drumherum nicht so. Kommt auf ein A. Ist ein gutes A. So, was haben wir dann? Das, wenn ich das richtig sehe, ist das Mau Am. Machen wir es mal ein bisschen größer hier. Wir können es trotzdem nicht richtig erkennen. Doch, es ist Mau Am. Ah, ich bin nicht so der Fan von Kaubonbons. Er kommt auf ein D. Aber das kann wenigstens noch auf die Liste, im Gegensatz zu Raffaello. So, Kinder Country ist so lecker, Leute. Das ist, da muss ich gar nicht lange überlegen. Duplo? Ja. Weißes Duplo wäre ein A. Aber das ist jetzt dunkles Duplo. Kommt aufs B. So, Kinderüberraschungseier. Ganz wichtig, das sind die Eier, nicht diese Kinderjoy-Eier. Und die kommen hier auf ein S. Genau wie die Kinderriegel, die folgen. Und die Kinderjoy-Eier kann ich so
gar nicht eigentlich leiden. Aber na gut, komm. Wir machen ein B. Mars ist auch ein B. Milky Way ist sowas von ein A. Snickers, naja, ist eher ein C. Skittles kann ich überhaupt nicht leiden. Also, da kommt bei mir kein Regenbogen aus dem Mund oder sonst wo. Lion ist auch nicht so meins. Mentos. Jein, ist okay. Pickup ist lecker. Besonders die mit der Milchcreme-Füllung drin. Oder mit Haselnuss. Es gibt ja auch mit Haselnuss. Boah, die sind lecker. Kinder Bueno. Die haben jetzt nur das Dunkle hier. Ich kann mal kurz gucken. Aber ich glaube, das Helle haben sie nicht. Aber es ist wie mit Duplo. Sie haben jetzt... Gut, aber das dunkle Bueno, das normale Bueno ist noch ein A. Das weiße wäre schon wieder hier oben ein S. So, als nächstes, das sind, glaube ich, diese Brause-UFOs von Hitchler, ne? Oh nee, die mag ich überhaupt nicht. Oreo, bitte lyncht mich jetzt nicht, aber ich kann Oreo auch nicht leihen. Genauso wenig wie Lakritz. Lakritz ist wie Raffaello, sollte hier nicht auf der Liste drauf sein. Merci ist okay. Also manche Sorten sind echt gut. Die dürfen aufs B. Diese Waffeln sind auch ganz okay. Oh, Russischbrot ist lecker. Russischbrot ist lecker, Leute. Genauso wie Knickknacks. Knickknacks sind auch okay. Toffifee. Ja, muss man Lust drauf haben. Marzipan kommt hier unten zu Raffaello und Lakritz. Saure Glühwürmchen sind ein C. Paprika-Chips sind sowas von geschmackslos, genauso wie diese Stäbe. Haribo kommt auch nach unten. Die kommen auch weg. Die kleinen Pommes-Sticks sind okay. Die kommen auf ein C. So wie die Hitchler-Schnüre. Die gibt's. Also sind sogar die sauren. Ich wollte gerade sagen, die gibt's auch in sauer. Aber das sind ja sogar die sauren. Dann gibt es die halt auch in normal und ich glaube auch in etwas dickerer Form. Ja, muss man mögen. Ich finde immer, wenn ich zu viel davon esse, dann tut mir hinterher der Hals immer weh. Das ist ganz merkwürdig bei den Dingern. So, die Sahnebonbons. Ja, sind auch nur ein C. So, was ist das? Oh, sind das diese Sprayflaschen, die man als Kind immer so sich voll in den Rachen gesteckt hat, damit das alles, und es färbt dann wahrscheinlich die Zunge. Oh, ich habe das geliebt. Und ich muss sagen, ich würde das immer noch kaufen. Ich glaube, das gibt's auch irgendwo noch. So, Erdnüsse. Erdnüsse kommen hoch zum S, genauso wie Pistazien. Gesalzene Pistazien sind so lecker. Giotto ist nur ein A. Aber es ist ein gutes A, okay? Ist so ein A+. Genauso wie Ferrero Rocher. Die M-Eukal-Bonbons konnte ich auch noch nie leihen. Ich weiß auch nicht, wie man die einem Kind geben kann. Also, wer von euch hatte diese Bonbons als Kind von den Eltern bekommen? Und habt ihr die gemocht oder eher nicht? Ich mag die überhaupt nicht. Ich mochte sie auch nie. Die sind einfach nicht lecker. So, Wrigley's Spearmint, ja, ist okay. So wie die Extras. Was ist das überhaupt? Mit Waldfrucht. Nee. Die normalen sind gut. Und ja, die können hier auch mit aufs B. Oh, die Five Gums sind auch lecker. Aber man soll nicht so viel Kaugummis eigentlich essen, Kinder, ja? Merkt euch das. Kommt trotzdem auf ein B. Die Eisbonbons sind auch nicht so meins. Kauffrüchtchen auch nicht. Zuckerfreie Sahnebonbons. Ob die noch schmecken? Doch, die schmecken. Komm auf ein B. Mamba auch nicht meins. Genauso wenig wie Salzstangen und Brezeln. Ich weiß nicht, wie man das essen kann. Vielleicht, wenn man wirklich ganz großen Hunger hat, dann kann man sich sowas reinfahren. Aber nee. Erdnusslocken. Also so... Wie heißen die? Erdnussflips? Genau.
Die. Ja, können auf ein C. Lakritzbonbons, kennt ihr meine Meinung, ganz nach unten. Jetzt kommt Esspapier. Leute, wer von euch mag Esspapier? Man muss es entweder lieben oder hassen. Es ist ja eigentlich nur trockenes Stück, ja, Süßigkeit im Mund, was wie Papier auf der Zunge zergeht, am Gaumen kleben bleibt und vielleicht mit ganz viel Wunschdenken nach den Geschmacksrichtungen schmeckt. Aber ehrlich gesagt, ich mag das. Ich finde das so geil. Kommt auf ein A. So, die Schokoküsse. Ja, wenn es jetzt nicht unbedingt die von Dickmanns sind, kommen sie auf ein B. Aber es gibt andere Marken, die sind noch besser als die. Grünohrhasen oder allgemein Katjes. Ich nehme das jetzt einfach mal für Katjes. Gummibärchen sind eines der wenigen, die ich echt mag. Also an Gummitieren, Gummibärchen. Deswegen kommen die auf ein A. Dextro. Lay. Ja, was haben die da? Paprika, glaube ich. Die roten sind, glaube ich, Paprika. Und gesalzen. Hätten sie eine andere Sorte, dann. Okay, dann wäre es auf ein B gekommen, aber die beiden Sorten sind wie normale Chips einfach nicht lecker. Prinzenrolle, ja, kann man sich mal geben. Die extra, warum haben wir die hier doppelt drin? Keine Ahnung, machen wir mit auf ein B. So, M&M's. Mit Nüssen, ne? Die gelben waren mit Nüssen. Oh, ich hoffe, jetzt richtig, ja, da ist eine Nuss. Die kommen auf ein A. Nüsse sind einfach lecker. Die normalen kommen aber dann eher auf ein B. Ballisto kann ich auch überhaupt nicht verstehen, wie man das essen kann. Aber gut, ist halt, jedermann mag es anders. Lipsticks. Das sind auch solche Lollis gewesen, ne? Ja, sind das nicht die Teile, wenn du diesen Art. Einfach nur Zuckerlolli aufgegessen hast, oder manche haben es auch einfach nur abgebrochen, so wie ich, hast du auf der anderen Seite eine Art Pfeife. Also wenn du es zumachst, dann hast du eine Pfeife, wo du durchpfeifen kannst. Damit war man der King auf dem Schulhof. Das war cool. Ja, heute würde ich die Dinger, glaube ich, nicht mehr essen, aber ja, ein C. C für die Pfeife. Pringles Original. Da kennt ihr schon meine Meinung. Einfach nur normal Paprika, Salzchips. Monster Wunderball. Wer hatte die als Kind nicht gehabt? Leute, schreibt mir das mal in die Kommentare, wer von euch die kennt und wer nicht. Und wie ihr die findet. Also als wie ihr die als Kind fandet und ob ihr die heute noch essen würdet. Ich würde sie heute nicht mehr essen. Irgendwann hatte man einfach so eine Schicht auch erreicht bei denen. Die hatten bei mir nur nach Spülmittel geschmeckt. Das hat mich dann irgendwann abgehalten, die noch weiter zu essen. Das war einfach nicht lecker. Jogurette ist auch, ja, ein gutes A. Die Trolli-Burger, oh, die habe ich immer auseinandergenommen und jede Schicht selbst einzeln gegessen. Ja, sind ein B. Die sind auch ganz lecker. Da gibt es aber auch so viele leckere andere Sorten, also die halt mehr Geschmack haben als die Originalen. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr sowas mögt. Und einfach so leichte Cracker. Aber wenn ihr die abbeißt, die zergehen einfach auf der Zunge. Die sind wirklich lecker. Jelly Belly, ja, heute nicht mehr. Als Kind hat man sie gern gegessen, besonders als Harry Potter-Fan. Hat man sie dann essen müssen auch? Also in Anführungszeichen müssen. Smarties. Ja, die kommen hier oben mit drauf. Die bevorzuge ich den M&M's sogar. Omikado-Stäbe. Oh ja, ein A. Wix. Die, ja, auch A. Mein Gott, es wird ja hier immer voller. After Eight ist ein C. Muss man halt auch mögen oder eben nicht. Boba Boba. Ja, komm.
wenn einer mir einen Hubba-Bubba anbietet, dann würde ich ihm die ganze Rolle natürlich abnehmen. Ey. Hat man doch auch als Kind gemacht. Einfach, man hat sich so eine Rolle gekauft. Und wer bitteschön hat sich dann diese Rolle eingeteilt? Also man nimmt wenn dann das ganze Ding im Mund oder man ist halt nicht cool. Nein, man ist auch cool, wenn man das nicht isst. Aber ich glaube, das hat man als Kind, hat fast jeder gemacht als Kind. Dann hat man irgendwann den Mund nicht mehr zubekommen, weil der Kaugummi einfach so riesengroß war. Man konnte aber auch keine richtigen Blasen machen, weil man einfach das nicht hinbekommen hat mit dem Mund mehr. So, Ricola, nein. Die Schokocrossis mag ich auch überhaupt nicht. Lachgummi, ja, die kommen hier auf ein B. Die esse ich nach Katjes eigentlich auch ganz gern. Nur Haribo kann ich überhaupt nicht leiden. Die sind einfach so hart. Ich weiß nicht, wie soll man die essen? Also, wie, nee. Ich finde auch, die haben weniger Geschmack als Lachgummi. Gut, Maltesers, ja. Ahoi Brause, nee. Paprika Pringles, auch wieder so einfach. Pombeer auch nicht. Das sind, glaube ich, die ganz neuen mit Peanut Butter, also mit Erdnussbutter drin. Oh, die schmecken auch eher so lala, also gewöhnlich. Schoketten sind okay. Dieser Fuß, den man in so eine saure, in so ein saures Pulver taucht. Naja, nee. Haben wir. Was ist das? Xylit? Mint? Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also irgendwie. Also Xylit ist ein Zuckerersatz. Sollen das Kaugummis sein? Hm. Ja, kenne ich jetzt nicht. Muss ich auf ein D packen. Oreo. Ja, die hellen gehen. Ja, komm, die hellen haben ein C verdient. Fisherman ist überhaupt nicht so meins. Hm, muss man auch nicht haben. Bounty ist wieder Kokosnuss. Ritt-Kaubonbon. Ja, wenn man ganz, ganz doll Lust drauf hat. Aber... machen wir hier ein ganz gutes D. Kommt ganz nach vorn. Und Raffaello machen wir nach unten. Wo hat man Lakritz? Lakritz. Marzipan. Gut. Komm auch noch runter. Hm, Lollis. Ja. Hm, ja, ist okay. Nimm zwei Bonbons. Kann man machen. Hanuta kommt dafür schon wieder auf ein B. Kann man immer ganz gut zwischendurch essen. Ist auch gut mit der Waffe, weil werden die Finger nicht so schmutzig. Das finde ich gut. Oh, die hellgrünen Pringles sind... oh, die sind so lecker. Die haben ein S verdient. Und Kinder... oh, die Schokobons, die haben auch ein S verdient. Oh, die sind wirklich... und die gibt es auch wieder in weißer Schokolade. Die sind so lecker. Ja, ihr merkt schon, also wenn was weiße Schokolade hat, dann favorisiere ich das noch mehr als die normalen. Aber weiße Schokolade ist auch lecker. Hm. Ja, die Hippo Fresh haben ein A verdient. Ja. Ja. Kit Kat ist okay. Mau Arm, nee. Hm, Butterkekse. Ja. Schön mit Schokolade noch bestrichen. Oder mit... kann man da noch drauf machen? Erdnussbutter. Marmelade, wer es mag. Oh ja, da kann man schon so einiges Cooles machen. Nee, die Pinballs auch gar nicht. Nimm zwei Soft. Ja, die kann man mal essen. So, Pets oder PZ. Ganz ehrlich, man hat die doch, glaube ich, nur als Kind gegessen, weil man diese Spender haben wollte. Wo die sich auch noch teilweise verhakt haben, dann die Teile. Naja, nee.
Die Spender sind cool. Und die gibt's ja heute zum Glück noch. Und da gibt's ja allerlei mögliche Motive. Aber die Teile schmecken nicht. Pombeer. Wenn das die mit Ketchup sind, ich hoffe es, die grünen sind, glaube ich, mit Ketchup, dann haben sie ein B verdient. Die sind lecker. Und Popcorn. Leute, süßes oder salziges Popcorn? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich liebe salziges Popcorn. So lecker. So, die dunkelgrünen Pringles. Ja, die kommen aufs B. Die sind aber auch so ein gutes B. So zwischen A und B eigentlich. Rittersport. Ja. Gibt gute und gibt schlechte Sachen. Und die Schokofisch, die waren früher in meiner Kindheit auch besser, vor ein paar Jahren. Ah, die sind immer noch lecker. Also diese Milchcreme da mit dem Karamell drin. Wenn die eiskalt sind, oh, einfach lecker. Skittles kommt wieder hier nach unten. Diese Ketten waren auch einfach nur nice to have als Kind. Tic Tacs, ja. Die roten jetzt eher nicht so. Und Haribo kommt wieder hier runter. Außer die, wie heißen die? Tropi Frutti? Die mag ich. Die sind lecker von Haribo. Also auch wirklich die einzige Sorte von Haribo, die ich mag. Alle anderen finde ich einfach nur übelst hart. Milka. Ja. Knoppers überhaupt nicht. Die finde ich auch einfach nicht praktisch. Da hast du hier so eine Schokolade noch an der Waffel außen. Wenn es einfach warm ist, dann kannst du die gar nicht in der Hand halten. Da ist Hanuta einfach besser. Wisst ihr? So, Maxi King ist eindeutig S. Und Toblerone, ja, wo packen wir dich hin? A oder B? Weil A so leer ist, machen wir es in A. Aber da kann ich mich jetzt gar nicht so gut entscheiden. Na egal, ich glaube, das war's jetzt. Ja. Jetzt haben wir mal eine Liste gemacht mit meinen Lieblingssüßigkeiten bis zu meinen gehassten Süßigkeiten. Also, der Anfang hier geht noch. Bis auf Haribo kommt alles weg. Ricola auch. Und halt Marzipan, Kokos und Lakritz. Damit kann man mich jagen. Damit kann man mich ganz, ganz weit wegjagen. Na gut, ihr könnt ja mal mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon ja gerne esst. Und was ihr vielleicht nicht in diese Kategorien eingeteilt hättet. Also zum Beispiel, sagen wir mal, hier Pinguin mögt ihr überhaupt nicht. Dann ist das ja so. Und jeder Geschmack ist ja anders. Aber genau, ich würde mich mal interessieren, wie eure Listen so aussehen. Genau, auf tiermaker.com könnt ihr auch so eine Liste erstellen. Genau. Das ist mal für heute ein Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr so eine Listen sehen wollt, dann könnt ihr mir das ja in die Kommentare auch noch schreiben. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ich mal ranken soll. Da gibt es auch, weil wir ja gerade One Piece spielen, auch Listen zu One Piece Charakteren. Und genau, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Einschalten, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video bei was auch immer wir machen. So, tschüss, meine Lieben. Mm.